So, da wäre er wieder. Und ich habe mir eine kleine Sache überlegt. Und zwar hatte ich mir das so vorgenommen, ich wollte ja möglichst wenig Hilfe von anderen Spielern annehmen. Das heißt, wenn wir einen Boss versuchen, dann immer zuerst alleine. Und erst wenn ich, keine Ahnung, 10-mal gestorben bin, dann rufen wir eventuell einen NPC oder einen Spieler herbei. Damit es halt nicht zu nervig wird. Und das auch nur, wenn es nicht wirklich irgendeinen anderen Weg gibt, den man auch noch gehen könnte. Also nehmen wir jetzt mal an, hier im Wald kommt gleich ein Boss und den schaffe ich jetzt 10, 20 Mal nicht. Den muss ich keinen Spieler herbeirufen, den kann ich einfach, ne, zu dem anderen Gebiet da hinten hinlaufen und da weitermachen. Ja, also einmal die Sache, dass ich nicht sofort andere Spieler herbeirufe, aber wenn ich einen Boss geschafft habe, dann darf ich auch allen möglichen anderen Spielern helfen, den Boss nochmal zu machen, damit ich dann halt so an Seelen komme, falls es mal ein bisschen eng wird, wobei es bisher ja ganz gut läuft. Ja, also das noch vorweg und dann jetzt bitte dahin. Und dann ging es wo weiter? Bei dem großen Typen mit der Keule? Nein, wir hatten eine Abkürzung freigeschaltet. Hier. Warum haben wir überhaupt 62 Seelenpfeile? Waren das nicht jeweils 30 pro Spruch? Keine Ahnung. So, also da unten wäre der letzte... Was ist eine Kiste? Nein, nein, nein. Geh weg. Kann ich da ruhig... Ey. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will gerade gucken, ob ich taktisch in der Gegend rumspringen kann. Da kannst du mich noch nicht einfach so von hinten hellebarden. Ah, das war absolut doof ausgewichen. Nee, ich denke nicht. Also wenn ich... Oh. Hallo Feuerkröte. Also wenn ich versuche darüber springen, werde ich bestimmt an der unsichtbaren Wand abprallen, runterfallen, Fallschaden nehmen. Wenn ich am Fallschaden sterbe, von der Kröte da unten aufgefressen. Das ist nicht so gut. Try ranged battle below. Oh, warte mal, vielleicht kann ich die Kröte von hier aus grillen. Könnte ich wohl, wenn ich richtig stehen würde, aber... Oh, kann ich sogar von hier aus einfach so. Haha, genau, nicht runterfallen. Das war das Lustige beim Magier, ne? Hier, wenn der Zauber macht, einen Schritt vor. Warum auch immer. Und das dauert ewig. Großer. Ah, schon besser. Das ist natürlich absolut unfair. Ich will mal gucken, wie viel Seelen wir dafür bekommen. Nicht runterfallen. Und ich werde dann gleich sofort zum Leuchtfeuer zurücklaufen müssen. Das ist echt ein super Nachteil vom Magier. Also klar, er ist total OP und schafft Bossetiere schnell und mit anderen Leuten zusammen sind die Bosse noch einfacher, weil eigentlich nur hinten stehen muss, R1 drücken und den großen Keulen ausweichen. Aber das mit der Begrenzung ist halt doof, weil man dann nichts mehr machen kann. Wenn man zu schwach ist, kann man manche Gebiete einfach nicht schaffen. Als Krieger? Fast 1000. Als Krieger, selbst wenn dieses Equipment nicht so gut ist und die Rüstung nicht gut ist und was weiß ich, kann man trotzdem noch gut was reißen, wenn der Spieler gut genug ist. Na gut, wir gehen wieder hoch. Benutzen nochmal das Leuchtfeuer, damit ich wieder Zaubersprüche habe. Und probieren dann Türen aus. Und die alte Frau ist weg. Sehr gut. Das heißt, die müsste jetzt in Majula sein. Darum, darum, darum. Rutsch. So, wir hatten vor kurzem festgestellt, dass drei Türen weiterführten. Die eine Tür haben wir jetzt schon geöffnet. Dann du. Du hast mich vorhin so komisch angebiegst. Gib ihm, gib ihm. Jo. Talana ist garstig. Talana ist richtig garstig. Ich messer dich. So. Hier vielleicht? Jo, use Soldier Key. Sehr schön. Warte mal. Ah, genau. Das ist da, wo die... Ist hier eine Falle? Nee. Was steht hier? Kiste voraus, Ring. Hieb. Gut. Stopp. Ah, das ist eine richtige Kiste. Okay.
Und da wird jetzt ein Ring drin sein, ha? Ring of Restoration und drei Fackeln. Was macht der Ring denn Schönes? Warum warst du nicht mehr angelegt? Oh. Okay, also vor zwei Folgen oder so dürften mehrere Leute vom Bildschirm gesessen haben und gesagt haben, was zur Hölle, du hast den Ring nicht angelegt, was laberst du da für ein Kram von wegen Statuseffekten ohne in den Stamina-Bahn? Ja, jetzt haben wir Stamina-Regeneration. Gut, okay. Was macht der andere? Der stellt Lebenspunkte wieder her. Aus dem heiligen Land Lindelt. Dieser Ring symbolisiert Reichtum und Langlebigkeit des großen Hauses Osteria. So. Ist aber leicht zerbrechlich. Das ist nicht schlimm, weil in Dark Souls 2 kann man zerbrochene Sachen einfach wieder reparieren. So, wir haben jetzt 4 Ringe, das ist schon mal gut. Und wir haben die 4 Ringe auch wirklich angelegt. Das ist schon mal praktischer. Und eine große Tür. Ring wird benötigt. Zeige das Symbol des Königs. Wir haben kein Symbol des Königs. Wir kennen aber Theo. Also, naja, Talana kennt es nicht. Aber wir als Spieler dürften wissen, was das da ist. Also was mit dem König zumindest auf sich hat. Wenn die Theorie besteht, dass wir in einem Kreislauf gefangen sind, wo sich zwar die Welt verändert, aber die Handlung nicht. Das heißt, wir müssen wieder einen König töten. Und dann kriegen wir wieder irgendwas. Und dann werden wir ein König und dann werden wir irgendwann getötet und so weiter und so weiter. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir können hier gar nicht weitermachen. Das heißt, den Riesen töten hat uns nur den Regenerationsring gebracht. Richtig? Vielleicht geht es sonst nirgendwo weiter. Also es ist nicht, dass ein neues Gebiet freigeschaltet wurde oder sonst irgendwas. Okay. Also die Tür werden wir später brauchen, das ist ganz klar. Aber das dauert noch. Hier vielleicht auch noch? Ah, okay. So, schon besser. Ich habe nichts gesagt. Sprüche umstellen, ich habe die falschen in der Hand. Und da ist ein Dicker und hier ist es dunkel und überhaupt. Ich gehe mal kurz... Nee. Ich töte jetzt erstmal kurz ein, zwei Typen hier. Dich zum Beispiel. So, und wenn hier ein bisschen aufgeräumt ist, dann gehe ich zurück und zünd die Fackel an. Oh, oh. Momentan brauche ich meine linke Hand für den Dolch. Oh, Gaga. So, du bist weg. Oder für das Fernrohr, komm. Krieg ich dich? Krieg ich dich? Du weichst aus, du Lump. Ne, kann ich wohl so nicht treffen. Also nur wenn das Target-Symbol ganz kurz aufblinkt, hat man wohl eine Chance, sie zu finden. Heimkehrknochen und schwarze Feuerbomben. Das klingt gut. Warum könnt ihr nicht targeten? Also. Busch, busch. Nochmal was zum Anzünden. Ja, okay, also jetzt wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, die Fackel anzuzünden. Das heißt. Oh, Blut. Helle Bade. Ja, mit der Ausrüstung ist so eine Sache. Wir haben bisher noch keine Möglichkeit gefunden, Ausrüstung zu verkaufen. Und es ist gut, dass wir die hier angezündet haben. Aber Talana geht einfach davon aus, dass man später irgendwo bestimmt jemanden findet, der Zeug haben will. Deswegen verstaut sie einfach alles in ihren Kisten. Da kann man auch was anzünden. Sie sieht nirgendwo Nachrichten von irgendwelchen anderen Wesenheiten, dass sie Secrets sein könnten. Okay, aber das ist ein dickes Ding. Guck. Komm, 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 komm. Ah. Old Ironclad Armor. Oh, die sieht bestimmt schick aus. Zeig mal Rüstung. Hier, Old Ironclad Armor.
wurden von den Ironclad-Soldaten getragen. Hoher Schutz, aber sehr schwer. Eines Tages verließen Krieger diese decrepit, das weiß ich nicht. Komische, verschrobene Rüstung trugen Dranglake Castle. Und haben sich leise an eine Position der königlichen Armee angeschlossen. Niemand von ihnen hat jemals ein Wort gesprochen oder ihr Gesicht unter der Maske gezeigt. Hier, raus, raus, raus. Oh, eine Fackel, sehr gut. Da oben ist eine Markierung von einem anderen Spieler. Warum hier? Kommt da was Böses? Oh, oh, nix. Gib ihm. Ich fackel dich. Wow, macht das wenig Schaden mit der Fackel. Ah. Einmal den Trank. Ein schöner Nebeneffekt von den Ringen ist jetzt ja auch, dass wir durchgehend heilen. Das heißt, theoretisch müssten wir keine Tränke benutzen. Wir müssten nur stundenlang warten. Oh, warte mal, hier könnten wir... Oh. Ich wollte gerade sagen, hier könnten wir gemeinsam und schon werde ich selber angeschossen. Der da hinten muss erstmal weg. Genau du. Danke, dass du näher kommst. So, und jetzt... So. Na, na, na. Nicht runterfallen. Oh, oh. Na, Verstärkung gerufen, der Saftsack. Du... Komm, wechsel Target, wechsel schneller Target. Ah, ziehst dich schon zurück, ha? Huh? Nee, 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 so nicht. Weg mit dir. 23 Pfeile noch. Und die Fackel brennt die ganze Zeit. Aber wir sind inzwischen schon auf 45 Minuten Fackelzeit, das ist okay. Aber trotzdem, wenn wir das nächste Mal irgendwo ein... Oh, oh. Wenn wir das nächste Mal irgendwo was zum Anzünden sehen, machen wir die Fackel aus. Achso, hinter mir ist schon was zum Anzünden, ne? Stimmt. Ja, okay, also Fackel kann aus. So, verbrauchen wir da keine Zeit, das ist gut. 3400 Seelen, ne? Schick hier, kann man nicht sagen. Ein bisschen komisch aus hier. Oh. Ein Axtmörder. Also die Wände sehen hier noch runtergekommener aus als im anderen Gebiet. Eventuell kann man davon mal ein, zwei abklopfen. Was haben wir hier? Ein Schwert. Oh. Wände scheinen soweit alles okay zu sein. Ich klicke fleißig mit A. Und hier geht's weiter raus. Nee, 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 ich will... Oh. Ich will nicht weiter raus. Ich will erstmal da oben aufs Dach gucken. Ja, keine Sachen hier überspringen und so. Du, da, hier war irgendwo eine Leiter hoch. Genau, da. Oh. Ah, das ist nicht gut. Ist er gerade runtergefallen? Hallo. Oh. Ich wollte gerade schön von oben runterschießen, aber nein. Nicht in die Kamera gucken. Nicht. Du sollst ihn targeten, verdammt. Nein, diese doofen Models. Oh, da ist eine Kamera. Geh. So. Und dann war noch ein zweiter auf dem Dach. 6 Seelenfälle nur noch. Ich. Ja. Okay.